Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, We Birthday, We Are Mod und wir spielen eine Challenge und da die Magical Girl Challenge blöd war, richtig blöd, dieses blöde Kackherz, spielen wir diesmal die 8. Challenge, nämlich Beelzebub King of Flies. Achso, das soll Fliegen darstellen, diese beiden Punktchen da, ich habe mich gewundert, egal. Also wir sind ein King of Flies auf jeden Fall, das heißt wir können auf jeden Fall fliegen. Und wir haben überall Fliegen um uns rum. Wer hätte es gedacht? Und sogar noch ein Heads-Up bekommen. Nice. Was kriegen wir sonst noch so? Chariot und Samsons Locke. Ja, läuft doch. Das finde ich ganz cool. Und dazu... Ach, wir können nicht... Okay, wir können nicht... Wir können nicht... Hallo. Wir können nicht angreifen. Also wir können nicht... Oh, eine Suicide King-Karte. Das ist auch mal was Geiles. Eine Suicide King-Karte ist cool. Ah, nehme ich vielleicht mit. Ja, ich nehme sie mit. Ich nehme meine Suicide-Karte mit. Denn wenn wir jetzt irgendwie noch ein Leben dazu bekommen sollten, dann könnten wir die einsetzen und kriegen dann ganz tolle Items bestimmt. So, wir gucken aber erstmal, was wir haben. Wir haben Mulligan. Wir haben diese doppelten Fliegen. Dann haben wir ein Sack of Pennies. Dann haben wir Gabby's Head und Investitation oder wie das Ding heißt. Dann die Box, die wir von Anfang an hatten, wo ein bisschen Zeug drin war. Die blaue Fliege, mit der wir angreifen können. Die Forever Alone Fliege, die Admiration Fly oder sowas? Nee, ist nur die gelbe. Das ist diese Fliege, die angreift. Die Revenge Fly ist das. Und dann haben wir noch das eine Item, das all unsere Fliegen größer macht. Das ist doch toll, oder? Ich finde das toll. Und ja, das ist die Challenge. Stelle ich mir jetzt nicht allzu schwer vor, vor allem, weil wir halt fliegen können und die ganze Zeit ganz, ganz viele Fliegen bekommen, die auch noch richtig stark sind. Und dazu noch die blaue Fliege haben. Die blaue Fliege allein wäre schon genug gewesen, meiner Meinung nach. Aber okay. Ich habe die Challenge ja nicht gemacht. Also sollte ich mal lieber die Schnauze halten. Guck, wir sind einfach viel zu stark. Lächerlich. Richtig lächerlich. Jetzt haben wir sogar noch einen Cube of Meat. Ach ja. Naja, gut. Haben wir halt noch einen Cube of Meat. Und genug Geld kriegen wir auf jeden Fall auch. Okay, das kann man nicht ausmachen. Kaufen wir uns das. Kaufen wir uns das. Was haben wir? I can see forever. Kriegen wir das auch noch. Nochmal eine Bombe mehr. Okay, dann müssen wir jetzt aber auch den Supergeheimraum eigentlich nochmal finden, oder? Ach, guck mal. Da haben wir noch zwei weitere Fliegen gekriegt. Easy. Ja, je nachdem, wie lange halt dieser One dann dauert, diese Challenge, umso schneller sind wir fertig. Wer hätte es gedacht? Aber ich denke mal, die Challenge wird nicht allzu lange dauern. Wenn wir so stark sind, dann können wir eigentlich, ja, schon eine Art durchwaschen. Wenn wir getroffen werden, dann kriegen wir sogar noch mehr Fliegen und werden stärker. Das heißt, die Fliegen werden dann auch stärker, umso öfters wir getroffen werden, wegen Samsons Locke. Von daher, wir können nicht verlieren. Das ist eigentlich nicht mal möglich zu verlieren. Und alle Fliegen, die jetzt halt irgendwo droppen, die gehören dann uns. So. Und wir haben schon ein Gabi-Item. Das heißt, wenn wir nochmal zwei weitere Gabi-Items finden, dann wären wir auch noch Gabi. Dann würden wir noch mehr Fliegen spawnen. Das wäre cool. Ja, stimmt. Warum sind wir nicht eigentlich jetzt nicht schon Gabi? Ich meine, King of the Flies? Mit Gabi hätten wir noch mehr Fliegen. Das hätte mal was. Okay. Da hat sich der Challenge-Ersteller keine Gedanken gemacht. Oder dachte, das wäre vielleicht zu OP. Aber ich sage, das wäre einfach nur cool gewesen. So, hi. Ja, wir brauchen eigentlich nichts, deswegen... Es gibt ja keine goldenen Räume oder so, die wir, nach denen wir suchen müssten. Also können wir eigentlich die ganze Zeit gegen die Gegner hier kämpfen. The Empress, okay, wird uns stärker machen. Aber ich glaube, ich behalte sogar lieber die Suicide King Karte. Finde ich, glaube ich, besser. Oha. Ich nehme es einfach mal mit, selbst wenn wir nicht schießen können. Ja. Kein Plan. Ich habe es jetzt einfach mitgenommen. Hat wahrscheinlich gar nichts gebracht, aber es ist ein cooles Item und ich will es haben. Coole Items will man nun mal haben. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Jetzt habe ich zwei Leben dadurch geopfert. Egal, die brauchten wir nicht. Dafür grinsen wir jetzt richtig cool. Richtig verschmitzt. Der verschmitzte Isaac mit dem Kackhäufchen auf dem Kopf. Wo haben wir den eigentlich her? Aber wir sind Blue Baby, oder wie? Hat das Blue Baby von Anfang an ein Kackhäufchen auf dem Kopf? Ist das so? Okay. Very interesting.
Die könnten wir eigentlich voll gut ausnutzen, aber habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu, deswegen lassen wir das. Gehen aber nochmal kurz in den Stachelraum. Stachel, Stachel, Stachelraum. Könnte ja ein Lebensitem drin sein. Nö. Schade aber auch. Ja gut, so viele Bomben brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Kann übrigens sein, dass ich jetzt wieder ein bisschen heiser bin. Ich habe eben mit dem Titus ein bisschen Karaoke-Party gesungen. Habe sogar ein Lied aufgenommen. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das hochladen werde. Weil das... Ja. Ich weiß nicht, ob ich euch das antun dürfte. Ja. Das war echt richtig, richtig schlimm. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt es doch. Man weiß es nicht. Titus will auf jeden Fall, dass ich es nicht hochlade. So, 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 so. Da ist auf jeden Fall ein Geheimraum. Was haben wir in dem Geheimraum? Eine Bibel. Ich wüsste nicht, warum wir eine Bibel einsetzen sollten. Oder mitnehmen sollten. Denn... Klar, wir könnten damit Moms Fuß auf Anhieb besiegen. Aber dann hätten wir... Warte. Dann hätten wir unseren Gabbys Kopf nicht mehr. Und das bedeutet viel, viel weniger Schaden. Dann bleibt quasi unser Schaden weg. Und das ist nicht gut. Dann hätten wir wirklich noch diese blaue Fliege zum Angreifen. Oder wird das alles viel länger dauern? Und ich will nicht, dass es länger dauert. Ach, wir kriegen ja keinen Schaden. Durch Tritte und sowas. Na gut, dann. Dann ist Mutters Fuß ja noch einfacher. Oh. Da haben wir Mega Mob besiegt, kriegen noch einen Shot und Damage Up. Oh, warte, Damage Up ist gut. Das heißt, unsere Fliegen sind wieder ein kleines bisschen stärker geworden. Und jedes kleine 40-Yen ist gut. Und anscheinend müssen wir mindestens bis zu Mams Herz. Okay, da dauert das ja noch ein bisschen. Oh Gott. Los, Fliegen. Ihr schafft das. Wo ist meine große Fliege? Da ist meine große Fliege. Pow. Pau? Pau? Pau! Pau! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut gemacht, blaue Fliege. Ich mag meine blaue Fliege. Wir haben auch gerade so viele Bomben, dass wir uns eigentlich aus ein paar Räumen raussprengen könnten. So rein theoretisch. Müssen wir nicht. Aber man könnte es machen. Ja, was sonst? Ich war heute in der Schule, hatte nur ganz wenig Stunden. War ganz witzig heute in der Schule, wieder ganz viel gelernt für meine Prüfung. Ja, 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 die ist ja schon nächste Woche. Das ist echt krass. Und irgendwie fühle ich mich noch nicht wirklich vorbereitet. Naja, eine Woche habe ich ja noch. Muss ja lang, ne? Und sonst war ich heute noch beim Friseur. Jetzt habe ich keine tote Katze mehr auf dem Kopf. Immerhin. Gut, oder? Jetzt sehe ich wieder wie ein normaler Mensch aus. Aber ihr wisst ja sowieso nicht, wie ich aussehe. Aber egal. Jetzt wisst ihr zumindest, dass ich richtig lange Haare hatte. Und jetzt sind sie wieder normal. Toll, oder? So, hi. Ich hätte gern ein Lebensupgrade. Beziehungsweise 9 Lebensupgrades. Also so Gabby's Cat wäre richtig cool. Dann könnte ich endlich mal Suicide King einsetzen. Komm schon, gib mir ein. Danke. Und... Nee. Nee, das ist nicht, was ich gesucht habe. Blödmann. Blödmann-Raum. Blödmann-Angel-Raum. Devil-Raum. Ich wollte nur ein Lebensitem und er gibt's mir nicht. Ist ja... Oh, 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 oh. Da haben wir unser Lebensupgrade. Perfekt. Da haben wir unser Lebensupgrade bekommen. Suiciden. Yay. Das sind zwar unsere... Oh, noch ein Fliegen-Item. Big Beautiful Fly. Die kannst nicht mal was anhaben. Weil alles, was explodiert, heilt uns ja. Hammer geil. Okay, wir stellen uns einfach neben unsere Fliege, wenn wir irgendwie Leben verlieren sollten. Oh. Ja. Das ist doch alles schön hier. Das gefällt mir. Und wir konnten endlich mal die Suicide King Karte einsetzen. Das möchte ich so oft machen. Dann habe ich sie auch ein paar Mal. Aber kriege dann nie mein zweites Leben. Aber jetzt haben wir unser zweites Leben. Und wenn wir jetzt einmal getroffen werden, haben wir sogar diese Blutspur hinter uns, die ja Lazarus von Anfang an hat. Das war ja Lazarus Bandagen irgendwie, die wir eben gefunden haben. Ja, explodiere. Ja, explodiere. Nein, wieso explodiert sie nicht? Ach, öde. Big Beautiful Fly, du musst doch explodieren. Das ist deine einzige Aufgabe. You only had one job.
Beautiful Fly. Aber geil, wir finden einfach alle möglichen Fliegen hier. Wir sind der wahre King of the Flies. Yeah. Oh no. Noch mehr Fliegen. Ganz viele Fliegen. Und noch mehr Fliegen. Und da ist schon der Boss. Wow. Okay, wir waschen einfach mal durch. Mal gucken, wie schnell wir sind. So, vielleicht sollte ich mich erstmal auf einen konzentrieren. So, erster weg. Der zweite kann ruhig mal da stehen bleiben. Ich hoffe, meine... Nee, die Fliege trifft nicht. Ich will eigentlich, dass meine Explosionsfliege hier den tötet. Aber der ist zu doof. Oh, warte, hätte er jetzt getroffen? Hätte er tatsächlich, ich glaub's ja nicht. Egal, wir kriegen erstmal zwei blaue Herzen wieder. Und was kriegen wir hier Schönes? Ah, ja. Judas-Schatten. Ja. Mhm, okay. Hätten wir lieber nochmal gewartet mit der Suicide King-Karte. Weil Judas-Schatten macht einen auch noch stärker, wenn man stirbt. Naja, egal. So. Boah, zwei Leben. Egal. Wir können ja immer noch sterben. Wir können immer noch sterben und dann sind wir immer noch der Black Judas. Ich glaube, Black Judas hat von Anfang an drei schwarze Herzen, oder? Ich glaube schon. Entschuldigung, da habe ich gegen das Mikro geschlagen. Übrigens meinte jemand in den Kommentaren, dass ich mich komisch angehört habe. Dass irgendwas mit meinem Mikro kaputt sei. Können das mal andere Leute bestätigen oder nicht bestätigen? Das wäre Töfte. So. Weil ich habe mich eigentlich ganz normal angehört für mich. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht. Also ich bin zumindest gerade ein bisschen heiser, deswegen höre ich mich wahrscheinlich ein bisschen anders an. Und ich bin noch ein bisschen verschnupft wegen den ganzen Pollen und so. Und Pollen sind scheiße. Pollen von der, keine Ahnung, wie Baum. Die Birke? Nee, Birke ist das nicht. Irgendein Baum, wo dann überall diese weißen Dinger umherfliegen. Wenn die Pollen überall sind, dann habe ich auch irgendeine Allergie. Aber nicht von diesem komischen Baum, sondern von irgendwelchen Gräsern. Keine Ahnung. Aber das ist auch immer nur ein paar Tage im Jahr. Und dann ist es wieder gut. Au, die schießen immer noch. Kann ich eigentlich über die rüberlaufen? Ja. Okay. Ich glaube, wir sterben gleich. Ist gerade nicht so ganz schön. Hi. Hi. Aber hier, ey, das nehmen wir mit. Und dann nehmen wir. Das nehmen wir doch mit. Ja, so ein Tierstown ist immer gut. Macht uns eigentlich gar nichts. Wir können sogar die Tierstown-Pille mitnehmen. Wäre uns scheißegal. Ach, stimmt, die Fliegen sind ja sogar noch langsamer. Entweder die gehören uns oder sie sind noch langsamer als sowieso schon. Oh. Weil wir der Lord of the Flies sind. Und auch der König der Fliegen natürlich. Nicht zu vergessen, wir sind beides. Beides einfach. Wir sind langsam und haben Scheiße im Gesicht. Und auf diesen Raum habe ich nicht wirklich Lust. Und deswegen verlasse ich den jetzt auch. Was sich als schwerer erweist, als es eigentlich sein müsste. Naja, gut. Anscheinend müssen wir da links, da rechts. Da rechts irgendwo rein. Hier. Ach so, hallo. Pau. Nee. Ich will mein weißes Herz behalten. Das ist wichtig. Bolts of Steel? Nein. Bolts of Steel wäre ganz schön, aber okay, dann nicht. So. Oh, du noch. Welche Ebene sind wir eigentlich gerade? Depths 2 schon. Wow, echt? Okay, dann sind wir ja richtig schnell unterwegs. Depths 2? Ist Depths 2 nicht sogar die... Die Tiefen 2. Das ist doch schon die Ebene mit Mutters... Fuß? Nicht? Vielleicht auch doch? Ist Necromonica... Oh. Ich rede wieder nur Bullshit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, also bin ich einfach leise. Und wir kriegen hier einfach zwei Lebensupgrades. Nett. Zwei Lebensupgrades sind nett. So, au. Gut.
Ja. Wir sind schon in der Mutterebene. Und die kann uns sicher was anhaben. Das heißt, wir können uns hier einfach hinstellen. Und ja. Und können warten. Okay. Jo, kann ich verstehen. Aha. Interessant. So, nehmen wir das Polaroid mit. Wir haben keinen Devil-Raum bekommen. Was kriegen wir hier Schönes? Den Bettler. Den nehmen wir natürlich mit. Und dann gehen wir weiter runter. In vielleicht schon die vorletzte Ebene. Ich hoffe nicht, weil dann ist die Folge wieder so saukurz. Ah, für graue Kisten. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh. Holy Battle nehme ich mit. Hä, hey, das wird hier einfach so angeboten. Man kann... Was, echt? Guck mal, man kann hier... Man kann Angel-Items bekommen, einfach so. Achso, das sind gar keine Angel-Items. Holy Mantle kriegt man ja auch so, ab und zu mal. Oder? Kriegt man... Keine Ahnung. Okay, der Adu, ey. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab doch... Ich weiß es doch nicht. Wo ist jetzt dieser Geist? Komm her, da bist du. So. Und du auch noch weg. So. Nein, ich lasse dich nicht machen. Nicht heute. Könnt ihr uns jetzt eigentlich Schaden machen? Soll ich das mal ausprobieren? Ich probiere es mal kurz aus. Nee, die machen uns auch keinen Schaden. Nicht schlecht. Weil das wohl wie eine Stampfattacke zählt. Das heißt, man kann sich von denen einfach kostenlos aus dem Raum rausschicken lassen. Das ist natürlich schon ein bisschen nett so. Behaupte ich mal. Ah, fliegen, der rettet mich, danke. So, wenn wir Glück haben, ist da der Geheim... Oha! Zwei blaue Herzen bekommen. Nett. Und da ist er tatsächlich, wir verlieren also nicht mal ein Leben. Hätten wir auch so nicht, glaube ich, weil wir den Holy Mantle halt haben. Ja, wirklich. Wenn hier der Geheimraum ist, dann kommen wir ja sogar noch kostenloser hier raus als sowieso schon. Kriegen sogar noch Geld dafür, dass wir den Gang da lang gegangen sind. Das ist doch alles nett. Das Spiel ist nett zu uns. Die Challenge ist wenigstens mal gut. Nicht so wie die andere. Mit blösen Isaacs Herz. Übrigens hat jemand geschrieben gehabt, dass man, wenn man Isaacs Herz hat und dann den, dieses weiße Baby, wie heißt denn das? Dieses Baby, das, wenn es getroffen wird, diesen Necromonicon-Effekt macht. Wer ist denn dieses Baby? Egal, wenn man das hat, das wird sich ja über das über Isaacs Herz rüberlegen. Aber Isaacs Herz scheint wohl ein paar Pixel größer zu sein. Und deswegen bringt das dann gar nichts. Also quasi, dass man einfach unbesiegbar ist, wenn man dieses eine Baby hätte, weil sich das ja über das Herz rüberlegt, aber das funktioniert nicht. Nur damit ihr das auch wisst. Das stand halt in meinen Kommentaren drin und ja. Ja. Ich wollte es einfach mal weitergeben. Weil ich das eigentlich ganz interessant fand. Daran habe ich nämlich zum Beispiel gar nicht gedacht gehabt, dass man ja da einfach ein Baby rüberlegen könnte. Ja. Und wenn das dann halt dieses Baby ist, das alles abfängt eigentlich, dann wäre das ja eigentlich naheliegend, dass das ganz schön cool wäre. Und dass man dann einfach unbesiegbar ist. Aber scheinbar ist halt das Isaacs-Herz ein bisschen größer und deswegen bringt das nichts. Genau. So, da haben wir schon den Boss. Pau. Pau. Wo haben wir eigentlich schon wieder die ganzen Herzen her? Ach stimmt, es verdoppelt sich ja alles, weil wir dieses Humble-Bundle hatten. Deswegen. Aha, aha. So. Loki ist zum Glück nicht der schwerste Gegner. Abel! Hi! Und Capricorn! Mal wieder. Wie immer halt, ne? Immer wieder unser Sternzeichen. Oh, und Pentagramm. Nehmen wir natürlich auch mit. So. Pentagramm ist übrigens eines der Items, die das auslöst, dass wenn man das hat, dass die Chance auf einen Angel- oder Devil-Raum erhöht ist. Ja. Ja, ja. Ob das wirklich für einen Angel-Raum auch zählt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für einen Devil-Raum. Und da gibt es noch mehr, da gibt es irgendwie noch, das ist nicht nur das Pentagramm, sondern Book of Revelations auch, unter anderem.
Was halt auch die Chance erhöht auf dem Angel oder Devil Room. Und da gab es noch ein drittes. Und zwar habe ich das gerade vergessen. Ja. So heißt das dritte. Habe ich gerade vergessen. Hä? Was war denn das dritte? Irgendeins gab es da auf jeden Fall noch. Ich soll ja jetzt nicht weiter schlimm sein hier. Wir machen jetzt kurz die Challenge. Wie viel Schaden? Oh, wir haben richtig viel Schaden. Oh, jetzt hätte ich gern Tränen. Wir hätten guten Schaden ausgeteilt, hätten wir jetzt Tränen. So. Keine Lust. Ich gehe dann mal. Tschüss. Ich habe sowieso Holy Mantle. Ihr könnt mir gar nichts. Gar nichts könnt ihr mir. Oh nein, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Gar nichts kannst du mir, du Trollbombe. Lol. Wo ist auch immer. Wir wurden nicht mal getroffen. Ist das dein Ernst? Jetzt wurden wir getroffen. Ich habe einfach nur nach links gelenkt und wir wurden von nichts getroffen. So. Ach guck mal, mit Abel haben wir sogar was, was angreifen kann. Alter. Die Fliegen sind schon echt mega. Krass. Krass, 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 krass. Die besiegen ja alles One-Hit. Was ist denn los mit dem? Und hallo, Liz. Okay, mal auf der linken Seite. Läuft bei dir. Wenn wir einmal getroffen werden, dann kriegen wir doch sogar... Durch Mightwill können wir dann nochmal unser Dings einsetzen, oder? Ach, brauchen wir nicht. So, wir setzen einfach mal unseren blauen Freund dahin. Hey, wieso wurde er weggedrückt? Ach was. Das Scheiß auf dem hilft uns sogar. Lol. Wie witzig ist das denn? Guck mal, der kann das gar nicht treffen. Okay. Wenn er so einen Laser macht, natürlich schon. Vieh schon geworden. Nee. Das ging mir zu schnell. Das ging viel zu schnell. Hure von Babylon. Okay, wir haben eh keine Leben mehr. Yeah, jetzt sind wir richtig stark. Go, go. 20 Minuten, das kann ich nicht machen. Leute, das kann ich nicht machen. Besiegen wir noch kurz den Teufel. Wir sehen jetzt Hure von Babylon übrigens. Haben richtig, richtig viel Schaden. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Wir kaufen uns einfach alles. Ich glaube, Hure von Babylon bringt uns zwar nicht wirklich was, aber wir haben es zumindest. So, eine Fliege noch. Komm, geh auf. Danke. Ich will nicht mal mit meiner blauen Fliege angreifen. So. Okay. Hallo, Satan. So, easy. Da wurden wir getroffen. Oh nein. Ich bleib hier einfach mal stehen und guck, was passiert. Oh. Da ist die andere Fliege zur Hilfe gekommen. Der kann jetzt nicht mal was anhaben. So, wir gehen jetzt einfach hier oben in die Ecke. Und chillen. Können die uns denn wehtun? Auch nicht. Okay, ich hole mir was zu trinken. Hä? Guck mal, wir können in dieser Ebene gar nicht mehr verlieren jetzt. Oh, da haben wir ihn besiegt. Wow, das war eine sehr schwere Challenge. Happy Birthday. Bizzlebub, King of Flies. Bizzlebub. Ja, gut, das hätte jetzt ein bisschen schwerer sein können. Aber okay, so als König darf man sich natürlich nicht anstrengen, das ist ja klar. Okay, das war die 8. Challenge. Ich finde das merkwürdig. Einige Challenges sind so richtig, richtig schwer, wie die Magical Girl Challenge, und einige dann wieder so richtig einfach. Naja, bin mal gespannt, was sonst noch so kommt. Auf jeden Fall kommt dann nächstes Mal die Dr. Fetus Revenge Challenge.
Tut mir leid, dass das Video jetzt ein bisschen kürzer ist, aber da habe ich wieder das Spiel geschlossen. Ich bin so doof. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich dann trotzdem erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Da spielen wir wieder Isaac übrigens, weil ich will immer noch den Gottheld freischalten. Den werden wir in nächster Zeit ein bisschen öfter sehen. Aber dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.